Wenn ihr Probleme habt mit eurem Anschluss vom USB-Kabel am Smartphone, dann kann das manchmal daran liegen, dass der Sticker unter das Blech leicht ausgeleiert ist. Ich zeige euch hier mal Wackelkontakt. Wenn man am USB-Sticker vom Handy wackelt, dann sieht man, dass da immer wieder das aussetzt und immer wieder diese Datenverbindung abbricht. Und das sieht man ganz leicht, indem man den Stecker leicht anhebt oder so. Da kann entweder ist der Stecker innen das Blech leicht ausgeweitet durch häufige Benutzer. Wenn man hier leicht drückt, sieht man das. Oder innen am Smartphone. Das kann eigentlich auch sein, dass da das Blech kaputt ist. So, wenn man das jetzt, was kann man da dagegen machen? Beide Kabel ausstecken. Und dann kann man diese Buchse leicht zusammenquetschen, also an diese, die, wenn die Kontakte ausgeleiert sind, kann man das ganz leicht rausmachen. Aber beide Kabel müssen, beide Enden, USB-Enden müssen ausgesteckt sein, sonst gibt es einen Kurzschluss. Ein paar Mal probiere, wenn der Wackelkontakt noch besteht, nochmal ein bisschen zusammendrücke und ganz leicht zusammendrücke, ein bisschen mehr, ja. So dass die hinteren Enden vor allem zugeht, weil die sind für die Datenübertragung, sind die mittleren Teile mehr zuständig und die setzen manchmal aus, die braucht man für die Datenübertragung, auch wenn noch die Stromaufladefunktion geht. So, und wichtig ist normalerweise beide USB-Enden ausstecken. Wie man sieht, ich habe es jetzt mal eng zusammengedrückt gehabt, jetzt lädt er. Und wenn ich jetzt hier drücke, kein Problem mehr. Aber wie gesagt, seid vorsichtig bei diesem ganzen Teil. Es kann auch kaputt gehen. Also, und nicht rumspielen, wenn die beide Enden eingesteckt sind.